Hallo ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen hier auf dem Klo mit Mega Man 5, einem der heiligen Gräle, wenn man es so nennen möchte, für den Game Boy. Ah, ich glaube, die Musik kann ich euch gleich noch ein bisschen lauter machen, aber wir gucken uns erstmal das Intro an. Es herrscht Frieden dank Mega Man. Aber Dr. Wily macht einen vierten Anlauf. Nee, er hat einen vierten Anlauf gemacht, natürlich im letzten Teil. Und er ist schon wieder gescheitert. Und ja, jetzt ist er irgendwie aus den Gedächtnissen der Bevölkerung verschwunden. Aber ein paar Monate später, nachdem man ihn vergessen hat, oh, da kommt doch wieder das lustige, muffinförmige UFO auf die Erde geflogen. Ich bin mega gespannt, was uns heute erwartet. Ich habe ja die Preise gesehen für dieses Modul. Über 100 Euro, keine Seltenheit. Und das fürs reine Modul, ne? In OVP will ich gar nicht wissen. So, you are the famous Mega Man. Also, du bist der berühmte Mega Man. Wer ist er denn hier? Ich bin Terra und du wirst ganz bald mein Sklave sein. Sehr schön. Guck, wie Mega Man, was er für ein Ehrenmann ist, ne? So richtig schön. Oh, nicht, dass ich jetzt hier steuern muss. Mein Gamepad liegt hier noch weiter weg. Er schiebt so ganz ehrenhaft seine Freundin beiseite. Oh, und wird erstmal richtig umgemäht. Ist schon so ein bisschen wie bei Mega Man X, ne? So ein bisschen, er wird jetzt voll auseinandergepflückt von dem zukünftigen Endboss des Games. Was, mein Megabuster hat überhaupt keinen Effekt auf ihn. Ja, ne, man muss jetzt stärker werden, man muss sich Power-Ups zusammensammeln, man muss andere Gegner. Die Stadt wird schon wieder zerstört. Unglaublich. Bei Warrior Robots from Space. Okay, sehr schön. Ja, also neue Schergen treffen ein und zerstören die Stadt. Und damit ist die Story auch schon erklärt. Terra ist die neue große Bedrohung nach Dr. Wily. Wo bin ich? Hat er ihn mitgenommen? Ist er jetzt in Outer Space? Ah, Dr. Light hat ihn gefunden. Und hat ihn ausgerüstet mit einem neuen Mega-Arm. Der powerfulste, die allerkraftvollste Waffe überhaupt. Okay. Ja, Terra denkt sich nur, okay. Star-Droids, okay. Also hier wird ja wieder richtig Story erzählt. Das hat mir schon beim vierten Teil unheimlich gut gefallen. Und das ist jetzt natürlich nichts anderes. Da fliegt die Faust auf ihn los. Ach, herrlich mit dem Soundtrack. Ich mach's euch ein bisschen lauter. Ich glaube, ich habe ein bisschen leise gedreht, ne? Ich denke, so vom Ausschlag her sollte das okay sein für euch. Dann gucken wir doch mal rein ins Spiel. Ja, es geht ähnlich los wie bei 4. Dr. Light erzählt uns noch mal einen. Unsere Welt ist mal wieder im Chaos versunken. Die Alien-Roboter nennen sich selbst die Star-Droids und haben fast die kompletten Städte bevölkert. Sie sind aus Alien-Material. Und dagegen sind unsere Waffen nutzlos. Aber ich habe ein bisschen Analyse betrieben und eine neue Waffe für dich hergestellt. Es ist der Super-Mega-Buster. Super-Mega-Duper-Puper, ne? Das ist der Mega-Arm. Er erlaubt dir, die Energie aufzuladen und deine Faust abzufeuern. Sehr schön. Oh, und guck mal, diesmal kein Hund, sondern eine Katze. Einen neuen Assistenten für dich. Und das ist Tango. Mhm, okay. Wie hieß denn der Hund nochmal? Da kommen wir jetzt gerade nicht drauf. Ah, okay. Ich werde ihn auch in dein Equipment und so weiter packen und dann kannst du ihn nutzen, wenn du ihn brauchst. Komm in mein Labor, um die Zusatz-Items auszurüsten, wenn du sie gefunden hast. Also auch hier wieder so ein bisschen Metroid-Anleihen mit drin, ne? Aufpowern und so weiter ist auch hier an der Tagesordnung, dass man dann sich richtig stark macht. Aber das haben sie ja auch immer weiter fortgeführt in den ganzen Megaman-Teilen. So, das ist jetzt ein bisschen unspektakulärer als bei dem vierten Teil. Aber sie müssen ja auch irgendwie ein bisschen einsparen, damit das Spiel weiterhin... Er sieht jetzt wirklich aus wie Tankman, ne? Wir hatten letztes Mal, wie hieß er nochmal? Toadman? Aber ich glaube, er ist jetzt wirklich Tankman. Mars. Oh.
Die heißen diesmal nichts mit Man, ne? Das sind ja auch keine Roboter von Dr. Wily, sondern diesmal von Terra, die Star-Droids. Das ist jetzt Mars. Dann haben die wahrscheinlich so Namen wie irgendwelche Planeten. Ach, guck mal, hier geht's runter. Wir können wieder aufladen. Ne? Mal gucken, wie das aussieht, wenn wir unsere Faust hier wegbumsen. Die hat dann noch ein bisschen Durchsetzungskraft. Auch hier wieder ein bisschen Slowdowns am Start. Ja, coole Sache. Sieht auch hier wieder richtig edel aus, das Ganze. Erklärt für mich jetzt aber noch keinen Preisunterschied von locker 100%. Ne? Also Mega Man 4 ist ungefähr halb so teuer und ist auch schon ein sehr teures Gameboy-Spiel. Wow. Dieser Bumerang-Effekt, der ist ganz cool, ne? Dass die Faust auch zurückkommt, obwohl ich schon... Okay. Aber dass die Faust zurückkommt, obwohl ich sie vorbeigeschossen habe, das ist grundsätzlich... Das wusste ich doch, dass ich da runterplumpse. Okay, nächstes Level. Wir machen es bei Mega Man ja immer so, komm, Reset, und dann suchen wir uns den nächsten Gegner aus. Das war Mars. Wen haben wir hier? Neptun oder so? Der letzte heißt Terra, also wie die Erde. Gibt wahrscheinlich noch Mond. Jetzt haben wir hier Mercury. Also Merkur. Mars, Merkur. Obwohl der Mond wird dann wahrscheinlich nicht dabei sein. Oh Mann, ey. Ganz schön solche Fluggegner. Wie scheiße schwer die immer zu treffen sind. Ich kann es einfach nicht, ne? Oh, hier fällt und plumpst wieder überall alles runter. Boah. Wechselt hier die Richtung von diesen Laufbändern ständig. Boah, die Slowdowns sind auch nicht zu verachten. Oh Gott. Verpisst euch! Wow. Also, das ist ja wirklich schon am absoluten technischen Limit des Gameboys, würde ich sagen. Das ist wirklich ernsthaft. Ja, man soll nur ein bisschen aufpassen. Wenn du nur so ein bisschen auflädst, dann fliegt die Faust nicht so weit. Und dann triffst du natürlich so weit entfernte Gegner gar nicht, ne? Ah, muss man schon so ein bisschen was beachten hier. Zack. Ja, komm her, du Chilpi, Chilpmatz. Oh, da war doch Energie. Oh. Da ist auch Energie, aber die soll ich jetzt lieber mal nicht nehmen. Die liegt genauso Stacheln drauf. Ah, wunderschön gezeichnet wieder, ne? Wie die Charaktere aussehen. Ich mag ja auch diesen Oldschool. Ich habe schon gedacht, das kann doch nichts Gutes sein, diese komische Kapsel da. Und da oben hätte ich meine Energie wieder komplett aufladen können. Dieser Oldschool-Look von Mega Man, den finde ich so super, wie er wieder aussieht. Ne? So sieht er seit dem ersten Teil aus. Ja, guck mal, Tango, wie kann ich ihn denn rufen? Gucken wir mal eben. Ah, da ist er. Guck mal, der ist so richtig so ein Schutzschild für mich, ne? So eine Kreissäge hier. Oh, Tango ist weg. Nein. Oh, das zieht natürlich auch ganz schön Energie ab, wenn ich ihn nutze. So, komm, wir gucken uns noch einen weiteren Gegner an. Sagt denn die Uhr? Oh, 3-4 Minuten. Da kriegen wir noch beide Level mal kurz angeschaut. Den haben wir hier. Beetle Man. Ah, nee, Quatsch. Er muss ja wieder heißen wie irgend so ein Planet. Venus. Okay, also wir hatten jetzt Merkur, Venus und, wie hieß denn der erste nochmal? Habe ich auch schon mal vergessen. Mars. Wer könnte denn noch kommen? Mal auf Saturn, oder? Oh, die Musik hier, die geht ins Blut. Bisschen sehr extrem düdelig. Piu. Ach, da muss ich drauf springen. Hier ist wieder so ein Ding, wo man... Oh Gott, ey. Jetzt ist hier mega Slowdown wieder gerade am Start. Diese Fluggegner, die scheinen dem System alles abzuverlangen. So, zack. Und schon läuft's sauber, ne? Hä? Achso, da ist eine Leiter. Ja, nicht schlecht. Dann haben wir da hinten... Oh, der große Blasenmacher. Ich denke... falsch gedacht. Ich dachte, ich muss auf die Blase und dann da so hoch, aber das wäre auch ein bisschen untypisch für Mega Man. Abgefahrenes Level, ne? Ein bisschen hektische Musik für meinen Geschmack. So, und der letzte Gegner, den gucken wir uns natürlich auch noch an. Hä? Der sieht doch auch ein bisschen aus wie... Terra, aber es ist Neptun. Ja genau, er hat auch so ein bisschen Schwimmhäute und so ein bisschen Schuppen. Ich glaube, es wird gleich unter Wasser gehen, ne? Das sieht mal aus wie ein U-Boot. Wir rennen jetzt auf so ein U-Boot oder sowas rum.
Man muss auch noch so ein bisschen taktieren, ne? Manche Waffen, also manche Gegner sind nicht gegen die Faust anfällig, aber dafür gegen den normalen Blaster. Und andersrum halt genauso. Gott, oh, jetzt bin ich wieder mega erschrocken hier. Boah, mit der Homing Missile da, ey. Die Dinger, ne? Ah ne, die zerplatzen auch erst, wenn wir mal wenn wir so aufstehen. Da sind wir... diese lustigen Helmträger. Ach, ich bin einfach zu schlecht in den ganzen Mega Man Games. Ich weiß gar nicht, wie mir das damals gelungen ist, Mega Man X so oft durchzuspielen. Aber das ist auch im Vergleich zu diesen Oldschool-Dingern deutlich einfacher. Hä? Was? Ich verstehe nicht, wie ich diesen Missiles ausweichen sollte. Wahrscheinlich soll ich die wegschießen, ne? Ja, haben wir überall mal reingeguckt. Gebimmelt hat es auch gerade. Ja, geiles Spiel natürlich. Absolut in der Reihe all dieser Spiele. Ich habe ja schon drüber geredet, so 100 Euro ist schon ein guter Preis für eine Auktion bei diesem reinen Modul, wenn es gut erhalten sein soll. Aber ich habe einen Tipp für alle Leute, die sagen, ey, das wäre schon geil, die Mega Man Games in Original irgendwie im Regal zu haben. Wenn ihr nicht unbedingt die USA- oder Europa-Variante haben müsst, wo Mega Man draufsteht, sondern dasselbe Spiel auf Japanisch nehmen würdet, ne? Dann gibt's das Ganze im Fünferpack, also alle fünf Teile zusammen für ungefähr 50, 60 Euro zu ersteigern auf eBay. Habe ich hier schon mehrere Auktionen gesehen, die da ausgelaufen sind. Oder zum Vergleich nur das Spiel Rockman 5 oder Mega Man 5 halt als japanische Version 15 Euro in der Auktion ausgelaufen. Naja, und die europäische oder die amerikanische Variante 100 Euro. Also ist schon ein Unterschied. Ich werde mal schauen, ob es mir vielleicht irgendwie durch einen glücklichen Zufall mal irgendwie günstig angeboten wird oder so. Ansonsten werde ich irgendwann mal auf die japanische Variante zurückgreifen, weil ich sehe es nicht ein. Für ein Spiel, was jetzt nicht deutlich über den anderen Teilen der Serie steht, so viel mehr zu bezahlen, sehe ich nicht wirklich ein. Aber gut, das ist meine Meinung. Jeder kann so sammeln, wie er möchte, ne? Und da sollte sich jeder selbst drüber bewusst sein. Nur wir reden halt natürlich immer drüber, was der Spaß auch kostet. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Immer schön drauf bleiben. Kommen Sie wieder, bleiben Sie geil. Und immer schön gesund und munter bleiben. Ne? Wir machen den Abzug für heute. Und ich sag bis dahin. Tschüss.